So, hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von der besten App der Woche. Und ja, ich zeige euch heute 5 Apps im Gegensatz zur letzten Woche. Da habe ich euch nur 3 gezeigt. Und ja, ihr hattet mir das Feedback halt gegeben, dass ich mehr Apps zeigen soll. Deswegen werde ich jetzt 5 Apps zeigen. Und ja, ihr hattet auch gesagt, dass ich diese Facecam, wie ihr jetzt gerade seht, nicht mehr rechts oben machen soll, sondern jetzt werde ich sie links oben machen, denke ich mal. Und ja, weil das sonst mit meinem Wappen da in Bredouille kam. Und ja, ich möchte euch heute 5 Apps zeigen, können wir auch gleich anfangen. Ihr könnt natürlich mir heute wieder gerne Feedback geben, wie euch dieses Format hier gefällt und was ich noch besser machen kann. Ich versuche jetzt auch, dass der Ton ein bisschen besser ist, dass er nicht mehr so rauscht wie beim letzten Mal. Und ja, ich habe euch 2 Apps und 2 Spiele und ein Bearbeitungsprogramm rausgesucht für heute. Und wir fangen einfach mal mit den normalen Apps an. Und dazu können wir einfach mal mit dem Valomat für Android anfangen. Ja, zu gegebenen Anlass halt, weil am 22. September halt die Bundestagswahlen anstehen. Außerdem stehen auch die Landtagswahlen in Bayern an. Und ja, können wir gleich mal anfangen. Ich glaube, den Valomat kennt jeder von euch. Hier kann man halt herausfinden, mit welcher Partei man am besten übereinstimmt von den Themen, die einem wichtig sind oder zu den Interessen, die man pflegt. Und außerdem bietet der Valomat hier auch noch Informationen zu den einzelnen Parteien. Hier unter Wer steht zur Wahl stehen die ganzen Parteien. Es sind natürlich auch sehr viele Unbekannte hier. Also viele kenne ich ja auch nicht. BIG, PSG, MLPD kenne ich alles nicht. Das sind wahrscheinlich alles kleine Splitterparteien aus irgendwelchen Regionen, die auch zur Wahl stehen. Ist ja vielleicht für manche interessant. Die können halt Informationen darüber kriegen, Fakten zur Wahl, also wie die aufgebaut ist und also was findet man hier noch. Aber die Hauptfunktion ist halt der Valomat. Den können wir mal starten und da werden einem halt, ich glaube, 38 Fragen gestellt und dann muss man halt angeben, ob man zustimmt oder nicht zustimmt und daraus wird halt ermittelt, ja, zu welcher Partei man am besten passt. Ich habe jetzt hier die erste Frage: Mindestlohn. Es soll ein gesetzlicher flächendeckender Mindestlohn eingeführt werden. Stimme ich zu, dann lande ich natürlich eher bei SPD und Grüne. Neutral, ja, was weiß ich, FDP ist dagegen, FDP ist dagegen und CDU glaube ich auch. Also wenn ich Stimme nicht zuklicke, werde ich eher da eingeordnet. Und dann, wenn ich alle 38 Fragen beantwortet habe, rechnet ihr mir aus, wie es insgesamt aussieht. So, ja, ich glaube, ich muss es nicht durchgehen, damit wird das Video zu lang. Deswegen beenden wir jetzt mal den Valomat. Ja, beenden noch alles andere hier, damit die Aufnahme vielleicht ein bisschen flüssiger ist. Und kommen einfach mal zur zweiten App, und zwar das ZDF-App. Und ja, das ist wirklich einer jetzt meiner neuen Lieblings-Apps, weil ich gucke gerne mal ZDF, gerade so um Tagesschau zu gucken, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und hier könnt ihr natürlich, das Hauptfeature hiervon ist natürlich die Live-Sendung, also ihr könnt den Kanal ZDF live gucken oder ZDF Neo, ZDF Kultur, ZDF Info. Das sind natürlich jetzt diese anderen Kanäle, die sind natürlich jetzt ein bisschen weniger interessant. Interessant ist eher für euch, denke ich mal, ZDF gerade. Wird ja auch öfter auf ZDF Fußball gestreamt, was jetzt Deutschland spielt beispielsweise. Da wäre das natürlich interessant, wenn man unterwegs ist, kann man sich das Spiel auch unterwegs angucken, über den Stream hier halt. Und ja, das kann ich einmal austesten für euch. Sollte aber eigentlich klappen. Wisst ihr jetzt nicht, wieso es nicht klappen sollte. Ja, einmal kurz Black Screen und dann geht's los. Welcher mal? Muss wahrscheinlich ein bisschen vorladen. Ja, jetzt hört man den Ton und jetzt kommt das Bild. Ja, also ihr seht, es klappt. Wirklich super. Gerade ein Bericht über die IFA. Und ihr habt natürlich auch noch die Mediathek von ZDF zur Verfügung. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel, wenn ihr hier ins Menü geht, könnt ihr euch angucken, Sendungen A bis Z oder Sendungen verpasst. Also wenn ihr jetzt, was weiß ich, gestern eine Sendung verpasst habt, könnt ihr euch die auch bei euer Handy wieder angucken. Und ja, eigentlich habt ihr hier die komplette Mediathek halt zur Verfügung. Und alles kostenlos, natürlich von eurem Steuergeld bezahlt, diese App. Aber wirklich eine gute Sache.
sollte man auf seinem Handy haben. Das kann man immer mal gebrauchen. Wer weiß wofür. Ja, kommen wir zur ersten App, also zum ersten Spiel. Und das ist Bluetooth Chess. Das sieht jetzt echt nicht geil aus, muss ich echt zugeben. Also vom Optischen macht das echt nichts her. Aber es ist halt eigentlich einfach eine geniale App. Und zwar kann man hier, was ich eigentlich am besten an der App finde, zwischen zwei Spielern über Bluetooth Schach spielen. Das ist wirklich für Zugfahrten oder für Busfahrten oder halt für längere Fahrten, wenn man mit Freunden unterwegs ist, einfach geiler Zeitvertreib. Und Bluetooth kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Ich habe hier keine Testperson, mit der ich das machen kann. Ich zeige euch einfach mal den Two-Player. Und jetzt können wir hier zum Beispiel 15 Minuten Zeitlimit setzen. Und ihr seht, jetzt geht meine Zeit runter. Ich bin der weiße Spieler. Meine Zeit ist am Ticken, deswegen muss ich mich beeilen. Und jetzt will ich das Handy meinem Freund reichen. Und der müsste jetzt den Schwarzen übernehmen und den Schwarzen setzen. Und dann würde das irgendwie so weitergehen, wie man das halt kennt. So typisch Schach halt. Ne? Und könnte ich jetzt natürlich nicht durchspielen für euch. Außerdem finde ich es ein bisschen unlogisch, wenn ich jetzt gegen mich selbst spiele. Aber ich glaube, ihr habt die Funktion der App verstanden. Ist ja auch nicht allzu viel, aber die Funktion, die es hat, die macht es echt super. Und ich finde, wenn man Schach spielt, muss das jetzt auch echt nicht so eine Animation sein mit 3D-Effekten und alles. Das ist eigentlich alles Quatsch bei Schach. Da reicht dieses 2D-Spiel auf jeden Fall. Ja, kommen wir zur zweiten App, das ist Draw a Stickman. Und ja, wie der Titel schon sagt, muss man halt eine Zeichentrickfigur, also ein Strichmännchen, heißt das ja, Strichmännchen, muss man zeichnen und mit dieser muss man dann halt durch eine Welt streifen und halt immer, indem man was malt, sich den Weg frei machen. Da kann ich euch jetzt auch eben zeigen, es muss eben wieder ein bisschen laden. So, jetzt sind wir hier zum Beispiel Level 1, immer da, wo ich hinklicke, laufe ich hin. Ich laufe mal ein bisschen zurück hier. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel ein Feuer malen. Ja, das ist jetzt kein schönes Feuer, aber das reicht. Und jetzt brennt hier die Pforte kaputt. Und ich kann. So, und jetzt können wir natürlich weitergehen. Und hier oben seht ihr TNT. Und wir können jetzt hier einfach noch den unteren Weg uns beschauen. Wir müssen natürlich diesen Felswall hier durch. Und dazu können wir jetzt einfach wieder Feuer zeichnen. Das ist jetzt natürlich nicht so allzu schön, aber die App erkennt das trotzdem als Feuer an. Und ja, jetzt brennt das Dynamit und gleich explodiert es. Und für uns entsteht ein kleiner Durchgang hier, den wir jetzt durchgehen können. Und ja, da unten ist noch eine kleine Lücke, da können wir jetzt durchgehen. Und jetzt seht ihr hier die Tür, wo das Level halt beendet wird. Und diese müssen wir halt eben nochmal zerbrennen, damit wir dann endlich in das Level geschafft haben und jetzt einfach nur noch reinlaufen und dann war's das. Und ja, jetzt kommen wir hier wieder ins Hauptmenü rein und ihr seht hier halt auf der Karte, wie weit wir noch müssen. Das ist natürlich wieder hier Werbung geschaltet, weil ja die App wie gesagt kostenlos ist und irgendwie müssen sie sich ja finanzieren. Die App-Entwickler hier ist ja nicht wie beim ZDF vom Steuergeld bezahlt, sondern die müssen es ja selbst bezahlen. Ja, ich glaube, ihr habt das verstanden und wir können jetzt zur letzten App kommen. Zu der App ist wirklich nicht viel zu sagen. Ihr könntet sie euch ja downloaden, weil die ist ja sowieso kostenlos. Und probiert sie einfach mal selbst aus. Und ja, jetzt möchte ich euch das kleine Leckerbissen hier heute zeigen. Und zwar ist das die App FX Guru. Und ja, FX Guru kann Special Effects zu eurem Video hinzufügen. Und ja, ist eigentlich wirklich ziemlich top gemacht. Also wir können jetzt hier, wenn es geladen hat, ich habe es hier, könnt ihr euch hier angucken, welchen Effekt ihr haben wollt. Die silbernen sind jeweils die kostenlosen und die goldenen sind halt kostenpflichtig, die kosten meistens 80 Cent. Und ich zeige euch jetzt mal hier den Rocket Launcher und ich hoffe, das passt so einigermaßen hier.
Ja, das ist eigentlich schon alles hier zu der App. Also ihr könnt bei der App jetzt hier, müsst ihr diese sozusagen benutzen, wenn ihr gerade am Ort seid, wo ihr auch wirklich aufnehmen wollt. Also es geht nicht, dass ich jetzt, was weiß ich, vor einer Woche ein Video aufgenommen habe und das dann einfach ein paar Tage später bearbeiten will und das dann hier einfüge und dann den Effekt einfüge. Das funktioniert leider nicht. Und es funktioniert halt nur, wenn ich jetzt gerade live am Geschehen bin und dann was aufnehme. Und ja, ihr seht jetzt, ich habe das nochmal für euch ausprobiert und hier gerade in meinem Zimmer gedreht. Und ihr könnt das nochmal einfach sehen, wie das so aufgebaut ist. Und ja, ihr seht natürlich, in meinem Zimmer ist es jetzt nicht der beste Platz dafür. Wenn ihr eine bessere Location habt, dann klappt das natürlich viel besser. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon zu dieser App. Und auch mit dem heutigen Video war es das. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Da waren ein paar Apps dabei, die euch weiterhelfen und die ihr euch vielleicht downloaden wollt. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Und gebt mir doch bitte nochmal Feedback, wie euch das Format gefällt, was ich verbessern kann. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Samstag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wirklich eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.